Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gothic. In der letzten Folge haben wir hier weiter im Schläfertempel das Unheil bekämpft. Ups, was war das? Ich bin... Upsi, sorry. Kleiner Fehler von mir. Genau. In der letzten Folge haben wir, wie gesagt, weiter gegen die Priester gekämpft, haben verschiedene Räume entdeckt, haben einiges freigeschalten, einige Tore geöffnet. Und jetzt haben wir hier gestanden und wussten nicht so recht, wie ich hier wieder rauskomme. Und ich habe jetzt den Weg gefunden. Man muss einfach nur in die andere Richtung laufen, denn über diese Steinstufen da drüben, über diese großen Steinstufen, die man jetzt nicht mehr sieht, über die man eigentlich zurückkommen sollte, kommt man eben nicht zurück, weil das Spiel leider ein bisschen verbuggt ist. Aber wir können hier einfach den Weg zurücklaufen und dann landen wir wieder im vorherigen Raum, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann sollten wir auch entsprechend wieder von der richtigen Stelle aus in den nächsten Raum laufen können. Genau. Ist ein bisschen ärgerlich gerade gewesen, dass ich da festhing und nicht rauskam und so, aber was soll's. So, und wie gesagt, müssten wir jetzt eigentlich hier nur hoch. Dann sind wir wieder hier. Und hier waren wir schon mal. Da erinnert sich der ein oder andere vielleicht dran. Und hier drüben geht es dann zurück in diesen besagten Raum. Ist ein bisschen doof, aber es ist... Deswegen habe ich... Ich hätte es auch jetzt rauslassen können und mich einfach davon hinstellen und sagen, ja, ich bin jetzt außenrum gelaufen, aber ich wollte es euch mal zeigen. Für diejenigen, die auch das Problem haben, dass die hier nicht wieder hochkommen, nehmt den anderen Weg, nehmt den Umweg. Der ist der richtige. Damit kommt ihr zurecht. So, was haben wir hier? Eine Trollfaust. Sieht nicht aus wie eine Faust, ist aber eine... Nein, ist keine, ist eine Waffe natürlich, eine Axt. Und dann haben wir hier ein paar Tränke, die wir natürlich auch unbedingt gern mitnehmen wollen. Ich gehe mal hier hoch, hopsi. Ein grüner Trank, das bedeutet schon mal Stärke. Geschicklichkeit, also Bitterikus. Und hier sind noch ein paar blaue Tränke und ein grauer Trank. Und irgendwo einer, der ein Schwert gezogen hat. Ah, hi. Hallo Templer, darf ich dich mit meinem Feuersturm töten? Du bist so doof und kommst... Ey, tanz gefälligst für mich und kommst nicht hier hoch. Zack, und tot ist er. Okay. Supi. Immer noch easy wie immer. So, alles klar. Gut, okay. Damit hätten wir wieder zwei schöne Tränke eingesagt. Die wollen wir uns... Oder noch mehr vielleicht sogar. Was war es denn noch so? Ein Elixier der Geschicklichkeit. 8 Geschick, die ich eh nicht brauche. Aber was soll's. Allerdings die 8 Stärke, die nehme ich gern mit. 15 Mana sowieso. Und 15 AP. Die wir hier auch nochmal erhöhen können, natürlich auch. So, dann brauche ich eigentlich, wie sieht es mit meiner Stärke aus? 95, so viel brauche ich nicht. Jetzt kann ich quasi sagen, das war das, was ich meinte. Ich nehme das Amulett der Stärke wieder weg. Oh, es fehlt ein Stärkepunkt. Naja, macht nichts. Und benutze mein Amulett der Erzhaut wieder, denn ich nehme in dem Fall tatsächlich gern lieber den Schutz als die Stärke, die Angriffsstärke. Und kann zwar jetzt die Barbarenfaust nicht mehr anlegen. Das war das Wort, meine Fresse. Manchmal ist es echt schlimm. Aber die Kriegerstimme, die funktioniert noch. 75 Stärke. Mit 78 hätte man die stärkste Waffe im Spiel, kann man die tragen. Das heißt, man braucht im Prinzip nicht mehr als 78 Stärke in dem Spiel und es ist nicht schwer, daran zu kommen. Das werden wir noch schaffen, so viel steht fest. Allerdings müssen wir erstmal den Dämonen aus dem Weg räumen. Bam! Noch einer. Ah, Mist, den treffen wir nicht. Okay, dann halt die Axt, was soll's. Dämoni? Dämoni, hallo! So, den hätten wir auch. Was ist hier? Ein niederer Dämon. Und den hätten wir auch. Ach, das ist alles so einfach, so easy, so schnuckelig. Was haben wir hier? Irgendwelche Symbole. Das scheint immer so ein bisschen der Weg zum Schläfer zu sein. Diese Bodenplatten, diese lilanen mit dem Schädel drauf. Das ist immer so ein kleiner Hinweis. Ja, hier seid ihr richtig. Hier geht's zum Schläfer, denke ich jetzt einfach mal. Und ja, ne, so ist das. Wie sieht's eigentlich mit Lernpunkten aus? 50. Wow, nice. So, und jetzt kommt hier noch ein Templer, den wir vielleicht doch lieber mit der Axt bekämpfen. Hey, darf ich auch mal meine Waffe ziehen, du Arsch? Jetzt machen wir auch wieder Schaden, ne? Ja, das sieht man aber mal. Wenn man halt nicht genug Stärke investiert, ist man dann hier bei diesen Templern schon ein bisschen... Naja, in einem Bereich, der durchaus als problematisch bezeichnet werden darf. So, ich möchte mal kurz noch die 500 XP abgreifen, einfach nur mal zu schauen, ob das mit Magie auch funktioniert, beziehungsweise euch zu zeigen, dass es damit auch funktioniert, denn es müsste. Und ja, danach mal schauen. Denn das hinten, so hinten rechts im Hintergrund, das sieht schon mal interessant aus, oder? Das wird dir noch sehr leid tun. Das wird dir noch sehr leid tun. Stirb! Okay, das war's. Wieder einer gekillt. Ich muss jetzt nochmal meine HP auffüllen, denn es kommt ein etwas härterer Gegner, also etwas... Ja, wie soll ich sagen, ein kleines bisschen stärker als die anderen, die wir bis jetzt so hatten. Der ist stark. Sehr stark. Äußerst stark. Unsterblich. Unbesiegbar. Wodka Gorbatschow. Glasklar. Okay, sorry. Ja, wir gehen jetzt mal zu diesem wunderbaren
Wunderbaren. Wunderbaren Schamanen. Der scheinbar auf uns zukommt, auch was zu sagen hat. Umkehren musst du hier. Niemand darf die Ruhe meines Meisters stören. Irrtum. Dein Schläfer wird schon bald hellwach sein. Der will nicht mit uns kämpfen. Na gut, wir werden den natürlich trotzdem die Fresse polieren. Nehmen wir einfach mal die Axt und hau ihm die so ein bisschen um die Ohren. Hä? Mach Schaden. Verdammt. Ich bewirke nicht den geringsten Schaden. Ich brauche eine andere. Nun wirst du sterben. Ich zieh weg hier. Schnell weg. Schnell. Der hat Todeshauch, wenn mich nicht alles täuscht. Lass mich leben, bitte. Da müsst ihr Todeshauch haben. Eine der stärksten Magiefähigkeiten in diesem Spiel. Um nicht zu sagen, der stärkste Solo-Target-Zauber, wenn man das so sagt, oder allgemein der stärkste Zauber. Ach Leute, ich weiß es doch auch nicht so genau. Das ist Haarspalterei alles. Na gut. So, der hat jetzt auch gleich ein paar neue Spielgesellen. Obala, ich hätte vielleicht meine Axt draußen lassen sollen. Spielgefährten für uns vorbereitet. Na komm schon. Hör auf, mich zu schlagen. Jetzt bin ich dran. So. Ja, der hat einige Monster neu spawnen lassen. Und mit einige meine ich so die Hälfte in etwa. Das ist nicht ganz gut. Das Coole ist, es gibt keine Templer mehr. Die werden nicht neu gespawnt. Aber alles, was zu den Orks gehört, das ist jetzt wieder da. Und jetzt werden wir uns den Weg zurück aus dem Tempel kämpfen müssen. Denn, ja, wie der Held schon sagt, wir brauchen eine stärkere Waffe. Moment mal, was steht hier? Grash Varak Arushat scheint kein untoter Ork-Schamane wie die anderen zu sein. Er ist weitaus mächtiger und meine Waffen richteten nicht den geringsten Schaden an. Ich brauche eine Waffe, die mächtiger als alles andere ist. Ja, genau. Das ist so ein bisschen der Hinweis, den wir haben. Und wir hatten ja schon ein sonderbares Schwert gefunden, wo wir nicht wissen, was es bewirkt. Was mit Runen verziert ist, was immer ein Zeichen für Magie ist, für Stärke, für was auch immer. Möglicherweise wird uns das helfen, um da entsprechend ein kleines bisschen, naja, ne, ihr wisst schon, Schaden ausrichten zu können. Ich mach mein Licht wieder an. Ich sehe doch sonst nichts und die Zuschauer auch nicht. Das wäre auch Mist. Und ja, das heißt, wir werden jetzt erstmal hier aus dem Tempel fliehen müssen. Hier sind ein paar neue Tempel-Minecrawler. Die machen wir natürlich auch locker platt. Hier können doch gar nichts ausrichten gegen mich. Komm, auf die Fresse hier. Dann. So. Weiß nicht, warum ich jetzt eigentlich immer noch die ganzen Loot-Sachen mitnehme. Brauche ich eh nicht mehr. Ich brauche eigentlich kein Erz mehr. Ich brauche keine Gegenstände mehr. Aber was soll's. Was soll's. So, Gachluk. Stirb, Gachluk. So. Da ist noch so ein Tempelwächter. Wie sieht's mit dem aus? Ist das jetzt ein Toter? Es gibt nämlich eigentlich auch, genau, hoher Tempelwächter. Und das sind die, die eigentlich untot sind. Und die können wir einfach mit dem Zauber killen. Das ist ein bisschen easy für uns. Und glaubt mir, die machen gut Schaden. Hoher Tempelwächter mit dem Kruschkrauk. Die haben den gleichen Hammer wie die anderen auch. Aber die machen halt echt ein bisschen mehr Schaden. Und zwar sehr viel. Und das ist ouch. So, ich könnte mal meinen Mana auffüllen. Sonst werde ich hier vielleicht nicht rauskommen. Ja, ihr seht schon. Also wir sind jetzt hier fertig erstmal mit dem Tempel. Das ist das Gute an der ganzen Geschichte. Psst, leise, der sieht uns nicht. Schieß. Die geben auch gleich 400 Erfahrungen statt 250. Das ist ein bisschen mehr für diejenigen, die in Mathe nicht so gut sind. Ja, das ist auf jeden Fall mehr Erfahrung und mehr Aua. Mehr Schaden, den die machen, deswegen ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, das Schöne ist, wir können die jetzt mit dem wunderbaren Untote vernichten Zauber einfach mit einem Schlag vernichten und damit, ja, ist es eigentlich alles kein Problem mehr. So, da ist noch einer. Der ist eigentlich stärker als der Todeshauch, ne? Ja, Untote vernichten ist stärker als Todeshauch, aber, und das ist das Entscheidende, der nützt uns nur was gegen Untote. Wow, was für eine klasse Erkenntnis. Da habe ich wohl an der Gurke der Erkenntnis geknabbert. Ne? Wer sich erinnert oder wer es gesehen hat, Deponia, der weiß, was ich meine. So. Tempelwächter. Stirb! Sonst müsst ihr euch vorstellen, man kann das natürlich auch mit Schwert und so weiter machen, gegen die hier kämpfen, aber glaubt mir, das wollt ihr nicht. Denn die machen, also es geht natürlich auch, keine Frage, das ist nicht unmöglich oder irgendwas in der Richtung. Aber es ist ein bisschen schwerer. So, du lässt es nicht erst hier irgendwelche Leute beschwören, irgendwelche anderen Skelett-Heinis, nein. Ja, schneiden sie die Waffen auch weg, ist scheißegal. Aber den hier hinten, den können wir noch platt machen. Oh, Tempelwächter. Stirb.
Ja, ihr seht schon, also mit dem Zauber ist das natürlich sehr, sehr easy. Deswegen habe ich den auch mitgenommen, nicht weil ich es gerne so übelst leicht habe beim Spielen, sondern das spart einfach unglaublich Ärger und das erspart einem Ärger und das kostet nicht so viele Nerven. Also von daher, was soll's, muss man schon mal so machen. Das kostet auch nicht viel Mana, oder? Hey! Stirb! Jawohl. Ja, ein bisschen Mana kostet es auf jeden Fall. Das Geräusch. Stark. So, du auch noch. Auf die Mütze. Und dann haben wir da hinten noch einen Tempelwächter und da links noch einen. Und dann müssten wir es geschafft haben. Mana 4. Das wird nicht reichen. Könnt gleich mal schauen. Kostet 5 Mana. Okay. Ah, nicht da. Hallo, nein. Hat sich das gerade wieder verabschiedet? Ah. Tränke. Tränke. Okay, war nur ein kleiner Bug. So, okay. Gut, ich musste jetzt... Gott, war ich kurz panisch, ey. Ja, das ist das Problem, wenn man das Inventar öffnet im falschen Moment, dann klappt wieder irgendwas nicht. Ach, ich weiß doch auch nicht. Ich kann euch auch nicht jeden Bug erklären. Das ist manchmal ein bisschen tricky alles, aber naja. Ihr habt es gesehen, was gerade war. Ich konnte nichts machen. Ich konnte das Inventar nicht schließen. Aber in dem Moment, wo der Ork mich angegriffen hat, wurde ich aus meiner Paralyse befreit, wenn man das so nennen möchte. Stufe gestiegen. Wirklich noch die Stufe geschafft? Wow. 60 Lernpunkte. Ja, das klingt doch nice. So, kommen jetzt noch mehr Gegner, oder habe ich es bitte geschafft? Hallo? Irgendwer? Sieht gut aus. Ja. Ja, okay. Gut, okay. Wir speichern nochmal. Jo, ich sag's ja, damit hätten wir jetzt auf jeden Fall erstmal alles geschafft soweit. Und wie sieht's eigentlich mit der Zeit aus? Nee. Muss mal kurz nachrechnen, ich mache hier eine längere Aufnahme, da ist es manchmal ein bisschen tricky. Ne, okay, wir haben noch ein paar Minuten. So, 5 bis 10 Minuten müssen wir noch haben, bis zum Ende. So, ja, wir sind jetzt hier erstmal fertig, vorerst im Tempel des Schläfers. Wir werden nochmal zurückkehren, denn der gute alte Korkalom scheint mit seinen Templern und Novizen immer noch dort zu sein und zu versuchen, den Schläfer zu erwecken. Und unsere Aufgabe ist es jetzt irgendwie eine Möglichkeit zu finden, an diesem krassen untoten Ork vorbeizukommen. Ja, so, okay. Das heißt, wir gehen jetzt mal zu Xardas. Teleport zum Dämonenbeschwörer. So, und dann lassen wir auch die Rüstung an, ja. Ja, welche Rüstung wir jetzt anhaben, das, warum ich das jetzt sage, das beeinflusst eine Gesprächsoption. Eigentlich nicht von der Wirkung her, sondern einfach nur von dem Text, der kommt. Und ich würde gern... Ja, wir lassen die Crawler-Rüstung an, oder? Ja, würde ich sagen. Genau. So, netter Herr Xardas, mein Meister, mein Sensei, mein Gott. Wir müssen mal mit dir reden, denn wir haben hier ein kleines Problem. Xardas, red mit mir. Oh, bitte, bitte, red mit mir. So. Ich habe einen Weg in den unterirdischen Tempel gefunden. Du... Bemerkenswert. Du bist sehr stark geworden. Stärker als jeder andere innerhalb der Barriere. Vielleicht bist du doch derjenige, von dem die alten orkischen Prophezeiungen sprechen. Hä? Prophezeiungen? Was? Prophezeiungen? Welche Prophezeiungen? Uralte orkische Schriften aus der Zeit, kurz nach der Versiegelung des unterirdischen Tempels, sprechen von einem heiligen Feind. Ein heiliger Feind? Einer, der kommen wird, um den Schläfer für immer aus unserer Welt zu verbannen. Ich soll der Gegenstand einer uralten Prophezeiung sein? Du musst dich irren. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Müde. Okay, wir und eine Prophezeiung. Das klingt ja hervorragend. Ich habe dieses seltsame Schwert hier gefunden. Zeig mal her. Hand abgeschnitten. Idiot. Interessant. Hier steht Uriziel. Uriziel. Ich habe schon von diesem Schwert gehört. Es ist eine Waffe aus alten Tagen, als die Menschheit noch jung war. Die Waffe ist aus einem völlig unbekannten Material geschmiedet.
Auch über den Erschaffer steht nichts geschrieben. Angeblich soll diese Klinge unglaubliche Kräfte besessen haben. Aber ich kann keinerlei magische Aura feststellen. Hm. Blöd. Sechster Kreis der Magie ist jetzt hier eingezeichnet. Nice. Uriziel besaß unglaubliche Kräfte. Es steht geschrieben, dass der Träger dieser Waffe die stärksten Panzerungen durchbohren und die mächtigsten Schutzzauber überwinden kann. Wie konnte diese mächtige Waffe in den Besitz der Orks gelangen? Es heißt, dass die Orks dieses Schwert damals einem mächtigen Feldherren der Menschen geraubt hatten. Sie konnten es zwar nicht benutzen, aber sie konnten es gut verstecken. Alles klar, Orks hat das. Genug. Ich hab's. So, können wir das wieder verbessern, die Waffe? Kann man die damaligen Kräfte der Waffe wiederherstellen? Dafür würdest du eine sehr starke magische Energiequelle benötigen. Ernsthaft? So stark, dass man die magische Barriere damit sprengen könnte? In etwa. Außerdem wirst du eine sehr spezielle Zauberformel benötigen, die den Energietransfer vollbringen kann. Gib mir ein wenig Zeit und ich kann dir die magische Formel herstellen. Okay. Ich werde mich in der Zwischenzeit nach einer besseren Rüstung umsehen. Das ist, was ich meinte. Die paar zusammengeflickten Mindcrawler-Platten haben im unterirdischen Tempel einfach zu viel Liebe durchgelassen. Du solltest meinen alten Turm aufsuchen. Deinen alten Turm? Er versank bei einem dieser Beben in einem See im Osten. Die Turmspitzen ragen noch immer aus dem Wasser heraus. Dort lagern noch einige Artefakte. Ich hatte mir nie die Mühe gemacht, sie zu bergen. Wie gelange ich hinein? Ich war nach dem Beben nicht mehr dort. Du musst also selbst einen Weg hineinfinden. Aber nimm diesen Schlüssel. Er öffnet eine Truhe, in der ich besonders seltene Artefakte aufbewahrte. Okay, das ist nice. Ich suche magisches Wissen. Wir brauchen immer noch ein paar Telekinese-Zauber. Das wäre nicht schlecht. Die Rune gibt es hier allerdings nicht. Da muss ich wahrscheinlich im Wassermagier, im neuen Lager nochmal nachschauen. Was haben wir denn hier? Amulett der Macht. Amulett der Erleuchtung. Ja, nee, da ist das, was wir haben, schon besser. So, also wir haben jetzt einen neuen Zielpunkt bekommen. Wir haben jetzt zwei Ziele, das Schwert und die Rüstung. Und, ja, wo ist denn gleich der Turm? Ach, wo war denn der? Da? Da ist ein Turm, oder? Seht ihr das? Komisch. Na gut, okay, ja. Folgendes, das werden wir in der nächsten Folge machen. Das soll es jetzt für heute erstmal gewesen sein. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge genau hier wieder. Und dann werden wir mal einen kleinen Abstecher zu diesem besagten Turm, zum alten Turm von Xardas machen und dort mal reinschauen. Okay, also dann, vielen Dank fürs Zuschauen, schaut euch auf der Endcard um und ciao! Das war's für heute wieder mit Gothic. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr euch gerne ein wenig auf der Endcard umschauen. Ich habe euch hier ein paar Videos verlinkt und hier habt ihr auch die Möglichkeit, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst und immer auf dem Laufenden seid. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.